12 Uhr an diesem Donnerstag, Zeit für die Pressekonferenz, für die virtuelle Pressekonferenz vor dem 7. Spieltag. Das bedeutet ganz konkret am Samstag, 13 Uhr, die Veilchen zu Gast bei Hannover 96. Herzlich willkommen zur virtuellen PK, unserem Cheftrainer Dirk Schuster und natürlich auch den zugeschalteten Kollegen von Pressefunk und Fernsehen. Wir blicken aufs Spiel. Dirk, bitteschön. Ja, Glück auf in die Runde und beginnend mit der Pressekonferenz. Personalsituation etwas angespannt bei uns im Moment, wie ja zu lesen war. Sascha Hertl, Jan Hochscheid in Quarantäne. Erik Majecak, der noch nicht so viele Einsatzzeiten bei uns hatte, seit gestern verletzt, macht den Kader noch dünner. Ja, noch ein oder andere Fragezeichen bei den verschiedenen Spielern so, dass wir erstmal genau abwarten müssen, was heute Abend vielleicht oder morgen passiert, da wir heute früh auch nochmal getestet worden sind. Und es ja momentan diesbezüglich in Deutschland und im Erzgebirgskreis nicht so rosig aussieht. Erschwert natürlich ein bisschen die Vorbereitung, bin aber auf der anderen Seite ganz froh, dass wir eine relativ normale Trainingswoche hinlegen konnten, wo wir nicht mit den Problematiken der letzten Woche zu kämpfen hatten, wo ein Training nicht möglich war. Und hoffe natürlich, dass wir uns auf das Hannover-Spiel gut vorbereiten konnten. Wir werden morgen früh nochmal trainieren und dann den Weg nach Hannover antreten. Die Mannschaft machte in dieser Woche einen guten Eindruck in den Trainingseinheiten, wirkte engagiert, fokussiert. Das stimmt mich sehr optimistisch, dass wir in Hannover auch was Zählbares mitnehmen können. Wir wissen auf der anderen Seite allerdings auch über die Stärken der Hannoveraner Bescheid, die ja speziell zu Hause mit 9 Punkten, wo sie alle Punkte zu Hause geholt haben und mit 8:1 Toren eine Heimmacht sind, wo bis jetzt kaum Gegner eine Chance hatte, irgendwie auch nur in die Reichweite zu kommen, da einen Punkt zu entführen. Und das wollen wir natürlich ändern. Ich glaube, dass Hannover eine sehr spielstarke Mannschaft hat, die von Kenan Kocak in jedem Spiel ja fast perfekt eingestellt wird, der auch mit seiner Truppe sehr systemflexibel spielen kann, auch dem beigebracht hat, innerhalb des Spiels 3-4 verschiedene taktische Systeme zu spielen, um zu switchen von einer Minute auf die andere, die auch von der Transferpolitik, glaube ich, sehr viel richtig gemacht haben in diesem Sommer und ja, die auch speziell im Sturm vorne mit Weiter und Duxch zwei Spieler haben, die immer für ein Tor gut sind. Und ja, ich glaube, mit Haraguchi und Meiner, um nur mal die 4 zu nennen, auch Spieler in den Reihen haben, die durchaus in der Bundesliga Fuß fassen können, sodass es für uns natürlich eine schwierige Aufgabe wird, dass wir in diese Richtung an die Mentalität der letzten beiden Spiele anknüpfen müssen, wo wir in Bochum sehr viel in die Waagschale geworfen haben und auch im letzten Heimspiel gegen Holstein Kiel, die ja nicht umsonst da oben stehen, ja auch mit diesem Punkt ganz gut leben können und da auch alles versucht haben, das Spiel zu gewinnen. Gegner waren Unterzahl, klar, das ist immer ein Argument, ist das Glas dann mit einem Punkt halb voll oder halb leer. Ich glaube, wenn man alle Dinge berücksichtigt, die auf uns da eingeprasselt waren, war das für uns ein positiver und gewonnener Punkt. Und ich denke auch, dass wir in Hannover den nächsten Schritt machen wollen und wieder an diese kämpferischen Leistungen anknüpfen wollen und teilweise auch an die spielerischen Fortschritte, die wir gemacht haben, weiter aufbauen wollen. Jammern bringt es überhaupt nichts aufgrund der Situation, der Ausfälle, die wir zu verzeichnen haben, der Fragezeichen, die noch hinter Spielern stehen, sodass wir mit sehr viel Optimismus, mit einer gehörigen Portion Respekt nach Hannover fahren werden, aber völlig angstfrei das machen werden und werden versuchen, alles zu geben, alles zu tun, 100% von unserer Seite beeinflussbare Dinge abzurufen und dann hoffentlich auch was Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Ja, vielen Dank unserem Chefcoach Dirk Schuster. Und damit ist die Zeit für die Fragen der Presse. Zugeschaltet sind alle. Wer zuerst die Fragerunde eröffnen möchte, bitte das Mikro aktivieren und dann frei weg vom Hocker. Wer startet?
Philipp Weißkirch für MDR Aktuell. Moment, jetzt. Ja, schönen guten Tag auch in die Runde. Herr Schuster, Sie haben es gerade schon angedeutet. Nur noch mal die kurze Nachfrage. Das heißt, diese Trainingswoche war eine ordentliche, so wie man sich das als Trainer vorstellt und nicht zu vergleichen mit der turbulenten und ja etwas holprigen durch die diversen Anlässe verursacht in der davor. Ja, wenn man die letzte Woche als ein bisschen chaotisch bezeichnen kann, war das diese Woche von den Abläufen, von den Inhalten, von der Trainingssteuerung, aber auch von der Mannschaft, wie sie versucht hat, alles umzusetzen, eine absolut einwandfreie Woche bisher. Die nächste Frage kommt von Thomas Scholze, wenn ich das richtig sehe, für die Freie Presse. Herr Schuster, Ihre Mannschaft hat ja schon bei einem großen Favoriten der Liga gespielt in dieser Saison, beim HSV, dort eigentlich keine Chance gehabt. Was ist denn jetzt in Hannover gleich und was ist vielleicht auch vergleichbar? Ja, Hannover, glaube ich, hat sich vor der Runde auch darauf verschrieben, um den Aufstieg mitzuspielen. Ich glaube, die hinken sie ein kleines bisschen hinterher. Wir sollten nicht erwarten, dass diese Mannschaft nach dieser verdienten und berechtigten Niederlage in Fürth in irgendeiner Form, ich sag's mal salopp, läppisch in das Spiel reingehen wird, sondern sie werden auf Wiedergutmachung brennen, sie werden alles abrufen, sie werden voll motiviert sein, sie werden auch den Druck haben, etwas gut machen zu müssen, das ist ganz klar, aber das schärft natürlich auf der anderen Seite auch die Sinne. Ja, ich schätze nicht nur ein, dass ausschließlich der HSV eine Spitzenmannschaft ist. Ich glaube, Kiel war ganz oben tabellarisch mit dabei. Ich denke, Bochum sieht man jetzt auch, wo sie tabellarisch stehen. Ich denke auch Heidenheim, die zwar momentan etwas schwächeln, aber trotzdem in der letzten Saison um die Relegation in die Bundesliga mitgespielt haben, dass das keine Laufkundschaft ist, wo wir unsere Punkte geholt haben, sondern dass das durchaus Mannschaften der zweiten Liga sind, die in der oberen Tabellenhälfte anzusiedeln sind. Und ich denke, Hannover gehört genauso dazu und wird alles versuchen, uns zu schlagen. Wir haben natürlich auch aus dem Hamburger Spiel ein kleines bisschen was mitgenommen. Hoffe, ganz viel gelernt von den Fehlern, die wir gemacht haben, auch von den Dingen, die wir verbessern können, und wollen natürlich alles versuchen, in Hannover ja, auf dem Pfad weiterzugehen, auch die Entwicklung weiter voranzutreiben und uns auch punktemäßig verbessern. Wer hat die nächste Frage? Dann Philipp Weißkirch für den Hörfunk nochmal. Sie haben ja gerade schon ein paar Dinge zu diversen Gegnern skizziert, dann nochmal nachgefragt. Es sind mal 6 Spieltage, 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen auf Auer Seite. Das ist schön ausgeglichen. Wie würden Sie den Saisonstart, auch wenn man so sieht, was die anderen machen, beurteilen? Und wohin geht die Reise aktuell? Ja, ich möchte mich gar nicht so arg um die anderen kümmern, was sie machen, wie sie spielen, es sei denn, es ist der kommende Gegner, wo wir es analysieren wollen und auch müssen. Ansonsten, glaube ich, tun wir gut daran, wenn wir uns mit unserer Situation, mit unseren Verhältnissen beschäftigen, mit unseren Leistungen, die wir gezeigt haben. Und ich denke da auch, dass die Punkteanzahl dem entspricht, was wir in der Saison bisher abgerufen haben. Wir haben das Auftaktspiel gewonnen, ja, wir haben gegen Heidenheim zu Hause, gegen eine starke Mannschaft, haben wir gewonnen. Wir haben 2 unentschieden gespielt. Wie Sie selber sagen, wir haben 2 Niederlagen verdient in Hamburg. Ich glaube, in Bochum wäre etwas mehr drin gewesen, aber im Endeffekt dann auch nicht unverdient, der Sieg der Bochumer, sodass das vom Tabellarischen ganz passt. Und wenn man einfach nur mal einen Blick auf die Tabelle wirft, wie eng das alles zugeht, sag mal oben ein bisschen hinter dem Ausreißer HSV, da sieht man schon auch, wie ausgeglichen die Liga ist. Und wir haben es Woche für Woche am eigenen Leib gespürt, aber wir sehen das auch immer wieder bei den Analysen der anderen Spiele, wie viel investiert werden muss, um zu punkten. Und was alles positiv und sehr gut laufen muss, um Spiele zu gewinnen. Das sind Kleinigkeiten, das sind Nuancen, die, wo ein Rädchen dann auch ins andere greifen müssen, die funktionieren müssen. Und ja, auch diese kleinen Fehler werden dann halt sofort bestraft, auch in der zweiten Liga. Und das zeigt,
dass jede Mannschaft in der Liga ist, in der Klasse zu bleiben, die Klasse zu halten, dass viele Mannschaften auch um die ersten Plätze mitspielen wollen und auch einige das können und werden. Und wir sind gefordert, Woche für Woche die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie mit einem guten Gefühl ins Spiel geht, dass wir ihr versuchen, das taktische Rüstzeug mitzugeben, sie vom Kopf her und auch vom Körper her voll einsatzbereit kriegen und dass wir dann hoffentlich auch noch das richtige Personal aufstellen. Und das ist unsere Aufgabe. Das wollen wir jetzt auch in Hannover machen. Ich hoffe, wir treffen die richtige Wahl und können dann erfolgreich zurückfahren. Wer hat die nächste Frage parat? Gibt es keine? Keine Wortmeldungen mehr? Dann sind wir scheinbar am Ende für die heutige virtuelle Pressekonferenz. Wir danken den zugeschalteten Kollegen von Pressefunk und Fernsehen. Wir danken unserem Cheftrainer Dirk Schuster für die Pressekonferenz und eine gute Vorbereitung aufs Hannover-Spiel. Und in Hannover dann natürlich viel Erfolg. Das war's für heute aus dem Erzgebirgsstadion. Glück auf und bleiben Sie gesund. Schönen Feierabend.